Hyundai hat bereits im Jahr 2014 den X35 Fuel Cell, das erste in Serie produzierte Wasserstoff-Elektrofahrzeug, gelauncht. Und in Kürze, nämlich im Oktober, wird dann der Ioniq, das ist das erste ebenso in Serie produzierte Fahrzeug mit 3 elektrifizierten Antrieben, launchen. Und dementsprechend ist es für uns heute schon wichtig, alle Vorkehrungen zu treffen, damit das Thema E-Mobilität in Österreich nachhaltig beschleunigt werden kann. Dementsprechend ist es für uns eine Teilnahme an einer privaten Initiative, die das Thema E-Mobilität in Österreich deutlich beschleunigen soll.